So Leute, willkommen zurück zu Let's Play WoW Legion. Wir machen endlich weiter in Suramma. In den letzten Folgen haben wir es ja endlich geschafft, ein bisschen mehr über Illidans Story herausgefunden. Dementsprechend sind wir erstmal soweit hier durch. Ich würde sagen, wir sammeln ein paar Sachen noch ein und dann können wir wieder nach Suramma aufbrechen. Ich muss mal hier ein bisschen so zack, ne? Genau. Es ist mir eine Ehre. Schicken den nochmal los, der soll mal ein bisschen Informationen beschaffen. Zack. Sehr gut, noch mehr Artefaktwissen. Dadurch kriegen wir mehr Artefaktmacht. 140%, das ist schon verdammt viel. Und natürlich müssen wir immer noch herausfinden, wo ist Matthias Shaw, ne? Der Kollege. Wo hat er sich verschanzt, der Kollege? Das werden wir nämlich jetzt hier noch herausfinden müssen, da unsere Schurken-Quest leider noch nicht abgeschlossen ist, oder besser gesagt, unsere Ordenskampagne. Ist noch eine Frage der Fragen. Genau, das haben wir jetzt abgeschlossen. Ich restarte das. Genau, da ist er. Ja, Matthias wurde verlegt. Defirock ist ein schlauer Schreckenslord. Die Spur führt zur Rabenwehr. Schade, dass ihr ihn nicht zuvor bemerkt habt. Ich bin nur mir selbst treu. So, Valera schicken wir rein. Ja. Ihn schicken wir rein, obwohl er ein bisschen zu schwach ist. Und dann inaktiv. So passt das. Dann schicken wir hier die restlichen. Wir beginnen, wo andere aufgeben. Perfekt. So, muss natürlich erstmal Leute rekrutieren, weil ich ein bisschen was an Power verloren habe. Hallo. Genau, alle rekrutieren. Und dann brauche ich noch mindestens einen Blutskype hier. Was kann ich für euch tun? Perfekt. So, gucken wir mal, ob das erstmal überhaupt reicht. Ja, Tatsache. Wir können sogar schon unseren nächsten Punkt verteilen. Das würde ich dann doch noch machen, bevor wir jetzt nach Suramma wieder aufbrechen. Mal sehen, was wir jetzt hier so machen können. Genau, das war ja unser Ziel. Klaffende Wunde erhöht die vom Blutung verursachten Schaden um 6%. Gerne. Mehr Schaden für Blutung ist besser für uns. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Jump Cut und sehen uns wieder an unseren Ausgangspunkt in Suramma wieder. So, da sind wir nun wieder. Naja, unser Ankanisten ist ziemlich im Arsch, wie ich gerade sehe, zittert unkontrolliert und kann kaum sprechen. Wir müssen ihr links gegen Bootsam, nennt sie ein Kristall nach der anderen in eurer Hand. Ja. Ach, der Nebel hat sich gelichtet. Wenigstens ein bisschen. Da müssen wir leider dafür sorgen, dass sie ihre Konstitution behält, sonst gehen sie mir hier alle Ex, oder was heißt Ex? Ich kann sie dann nicht mehr ansprechen. Genauso wie den Kollegen hier, wo ist er denn? Ja, genau. Der ist nämlich auch gerade so. Oh, hallo. Scheint, ich verdorre an einem anderen Tag. Sehr schön. Die sind erstmal alle wiederhergestellt. Mana sammeln wir sowieso über die Zeit schnell auf. Sie ist wieder ansprechbar und wir würden sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit unserer Hauptquest-Reihe. Unsere Isolation ist vorbei. Genau, sie verkauft hier Dings. Ich brauche, glaube ich, für das brauche ich Wohlwollend. Wie weit bin ich überhaupt vom Wohlwollend im... Ja, ich glaube, dann noch eine weite, ganze weite Welt. Nach dem anderen. Mit dem neuen Teleporter kommt ihr schnell an die Oberfläche. Die Anora-Höhle befindet sich nördlich von hier. Nördlich von hier? Okay. Einmal Silgin getroffen und einmal erkundet die Anora-Senke. Gut, dann gehen wir mal los. Ich habe ja gesagt, dass ich nicht immer jetzt die ganze Zeit lesen werde. Aus dem Grund, damit es euch erspart bleibt, dass ich immer wieder da die ganzen Quests lese. Könnte. Wir sind zwar sehr, sehr weit im Aufnahme. Also wenn ihr diese Folge seht, waren wir gerade, war auf meinem YouTube-Kanal gerade mal Part 30 oder so draußen. Und das ist jetzt Part irgendwas, 100 irgendwas. Das ist schon eine ganze Menge. Konnte mich da leider nicht zurückhalten, was Aufnehmen angeht, weil es ist, ich kann einfach nicht. Spiel ist geil gerade, es macht Spaß wieder zu spielen. Gut, dann gucken wir mal erstmal die Anora-Senke. Ich weiß nicht, was es da großartig viel zu erkunden gibt. Ja, ich sehe da was. Seid so gut und stellt euch auf den anderen Schalter, ja? Ja, einen Fremden helfe ich gerne, wenn sie sagt, stell dich hin, dann stelle ich mich hin, ne? Geschafft. Endlich offen. Sprech mit Ak. Jetzt werde ich euch töten. Letzte Worte. What the fuck? Die Macht wartet. Wir müssen. Sprechtreu. Ja, hier, Zeichen. Ich gehöre auf deiner Seite. Das Symbol kenne ich. Dann rekrutiert Talisra jetzt also Fremde. Sind wir schon so verzweifelt? Naja, wenn du so verzweifelt bist, kannst du dich vielleicht auch anschließen. Also gut. Ich bin Valtra. Valtra, netter Name. Nett. Erzähl mir was von dir. Weit entfernt vom Nachtbrunnen müssen wir jede Magiequelle nutzen, die sich uns bietet. Mhm. Was sind deine Hobbys? Gehst du vielleicht mit mir aus? So ein Date? Ich hab Mana. Isra und ich hatten wohl die gleiche Idee. Die alten Leylinien-Zuleitungen könnten uns nähren.
Aha. Also ihr meint das, was hier drin ist. Wir müssen sie nur in Gang setzen. Na schön. Ah, und rate mal, wer das machen darf. Wahrscheinlich ich. Sprecht ruhig. Ah, ja, das ist Teil, was Artefakt macht. Cool. Lade das Mondsiegel, das Sternsiegel, das Tiersiegel und das Elfensiegel. Oh, liegt ja. Wohl. Diese Spule projiziert einen hochenergetischen Strom. Eine niederenergetische Spule findet ihr am anderen Ende der Anlage. Beide Ströme fließen in die zentrale Kammer. Benutzt die Spulen und Schalter, um die Ströme zu leiten und die vier Siegel in der zentralen Kammer mit Energie zu versorgen. Ich verstehe, worauf das hinausläuft. Das ist ein kleines... Naja, Kreuzworträtsel kannst du das ja nicht sagen, aber es muss irgendwie so geleitet werden. Ah ja, Tatsache. Tatsächlich. Ja, das funktioniert irgendwie jetzt gerade nicht so. Ich glaube, so ist... Kann man das drehen? Ja. Okay, der Strahl geht weiter. Kann das sein? Ja, ich glaube, der Strahl geht weiter. Ich dachte, also muss man gleich so ein bisschen so fixieren und nachdenken und so einen Scheiß, aber irgendwie scheinbar nichts reicht, wenn man sie einmal betätigt. Oh, Mana-Kristalle. Das ist zu weit entfernt. Die Kollegen haben mich ziemlich viel Mana gekostet, 100 Stück, um sie erstmal wieder überhaupt zu reaktivieren, damit sie ansprechbar für mich sind. Die Ströme sind ausgerichtet. Aktiviert nun das Siegel. Okay, die Ströme sind ausgerichtet, aktiviert nun das Siegel. Ja, gut. Gehen wir mal zurück zu unseren Ausgangspositionen. Schauen wir, ob hier noch ein bisschen Mana gibt. Gegen die Spinnen will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Da können wir uns immer ganz gut vorbeischleichen. Das gefällt mir. Der einzigste gute Vorteil, ein Schurke zu sein. I love it. Die Frage ist nur, wie richte ich das denn aus? Ach, hier. Aha. Das heißt, man muss die Dinger hier so ausrichten, dass sie das Ding mit Energie versorgen. Ich hab es gewusst. So, wir haben eins. Aber was ist, wenn ich das so drehe? Aha. Ich brauche noch ein paar. Leider brauche ich noch ein paar. Also es ist entweder versucht es das oder das, aber nicht beides. Ja, schlecht. Was ist mit dem? Die Ströme sind ausgerichtet. Aktiviert nun das Siegel. Ach so ist das gemeint. Gute Arbeit. Noch drei. Das heißt, ich muss sie einfach nur so ausrichten, dass die beide auf einen draufgehen, dann funktioniert die ganze Situation hier. Ja, das ist doch gut. Ja, leider geht er nur auf den oder den. Ich muss den Strahl auf die andere Seite schieben, sonst funktioniert die ganze Scheiße nicht. Außer, nein doch, ich könnte es anders machen. Der Strahl ist schon aktiviert. Der projiziert nur auf das oder das. Das heißt, ich muss den Strahl so lenken, dass er von der anderen Seite kommt. Ja, genau, auf der anderen Seite. Ich muss jetzt mal gucken. Gehen wir mal zurück und lenken den Strahl woanders hin. Auf die andere Seite. Ich glaube, dann müsste es funktionieren. Oder? Sehr schön. Ich glaube, jetzt muss das funktionieren. Also doch ein bisschen Rätselraten, wobei das Rätselraten ziemlich einleuchtend ist. Dennoch kann man sagen, dass es schon ein bisschen was mit Denken zu tun hat. Okay, es versorgt entweder das oder... Komm schon, ja, genau das wollte ich haben. Genau das wollte ich haben. Sehr schön. Das heißt, hier kann ich ihn jetzt so lassen... Und dann müsste ich nur den Strahl von dem hier ausrichten, auf die andere Seite. Cool, das Ding gibt mir sogar einen Booster, das finde ich ja super gut. Geht die Sache deutlich schneller vor in der Hand. Okay, die andere Seite ist aktiviert. Gehen wir auf die andere Seite. Ach ja, der visiert schon das Ding so perfekt an, wie ich es haben wollte. Sehr schön. Zack, dann muss ich nur noch den Strahl so lenken, dass er nur noch den nimmt. Genau, und den muss ich jetzt, Ah ja, das funktioniert nicht. Da muss ich nochmal den Strahl umlenken auf die andere Seite. Dann passt das schon so. So war das, richtig. Ach, schade, das deckt sich nicht. Das wäre ziemlich... Da wäre ja mega schnell. Da müsste es klappen, glaube ich. Dann haben wir alle Strahlen. Ich brauche nur noch den da. Genau, perfekt. Ha! Sehr schön. Schwierig war es ja nicht, aber... Geschafft. Oh. Die Station läuft wieder.
Gut, kommen wir zu der Tusse wieder zurück. Das war nicht wirklich schwierig, wenn man wusste, was man da überhaupt machen soll. Von hier aus wird verfeinerte Leylinienenergie nach Shalaran fließen. Das ist doch gut. Ich glaube, das ist was Gutes, willst du mir damit sagen. Shalaran, Tora. Das Arcane Obsidian. Ihr könnt gehen. Ich werde allein nach Shalaran reisen. Ach cool, wir haben sie sozusagen als Verbündete gewonnen. Ist ja süß. Gut. So konnte ich hier... Und das hat sogar die Story-Kampagne vorangetrieben? Nein, hat es nicht, aber irgendwas ist passiert. Something happened. Also ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie zur Story-Kampagne gehört, was ich hier gerade mache, weil eigentlich hat sich nichts... Habe ich da zwar einen Quest-Fortschritt getriggert, aber auch irgendwie dann wiederum nicht. Wir können zurück zur Basis. Da könnte ich jemanden... Da ist noch eine Quest. Hier. Fordos Flusszähner. Gut, dass wir dich entdeckt haben, Kollege, sonst hätte ich dich verpasst. Der Hochberg wird nicht fallen. Sammelt sieben schimmernde Schnapperschuppen. Gemeinsam stehen wir für den Hochberg. Ah, lass mich raten, von den Schildkröten. Ja, sehr schön. Guck mal, der fliegt da. Running around at the speed of sound. Alter. Nette, coole Schildkröte auf jeden Fall. Der hat's drauf. Den ganzen weiten Weg hat er auf sich genommen, um mich zu killen. Aber jetzt wird er selber gekillt. Ist ein bisschen... Schicksal, mein Freund. Schicksal. Das Leben hat es so. Zum Glück gibt auch jedes Viech da Mana. So wie ich auch gelesen habe, kann man aufstacken. Das heißt, diese 300 Mana, die wir da maximal bei uns tragen können, muss nicht zwangsläufig das Ende sein. Wir können irgendwie scheinbar von irgendjemandem gegen irgendwas... Also das weiß ich leider nicht, ich habe das nur so nebenbei kurz gelesen, dass man es einrichten kann, dass man mehr Mana aufnehmen kann. Das sollte sich lohnen, weil mit 300 Mana immer so rumzulaufen ist verdammt wenig, wenn ich das zugeben muss. Vor allen Dingen, wenn man so ist wie ich, der wenig zum Aufnehmen kommt, dann muss ich ja jedes Mal zu diesen Drecksäcken und ihnen da Mana geben, weil sie mir wieder verrecken. Das ist ja super geil. Aber zum Glück, ja, jedes Viech gibt ja zwar ein Mana, ist nicht gerade viel, aber wenn man irgendwann 50 Viecher umgenietet hat, hat man schon wieder 50 Mana. Ist eigentlich ganz cool, soweit. Also wer Angst hat, dass man hier mit Mana, dass man hier kein Mana hat, das geht nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich, weil du an jeder Enden und Kanten irgendwo immer Mana findest. In der Höhle, auf der Straße, an der nächsten Kreuzung. Ich könnte auch, glaube ich, diesen... Dings aktivieren, ne? Da würde mir auch Mana-Vorrat anzeigen. Kann ich ja mal laufen lassen für den Fall der Fälle. Falls ich mal so dumm bin und das nicht und das übersehe. Sowas kann auch mal vorkommen bei uns. Oh, wir brauchen noch mehr Schildkröten. Da sieht man es doch. Perfekt. Es erfüllt eigentlich seinen Zweck. Dementsprechend kann man auch sagen, wer Angst hat, dass er da Mana nicht findet oder schlecht in Suchen ist, der kann immer das hier nehmen. Ach, direkt daneben gespawnt? Oh, das ist ja... Das nenne ich ja mal feiner Luxus. Feiner Luxus. Aber ich wäre dankbarer, wenn ich Schildkröten finden würde. Wahrscheinlich finden wir sie an Fluss. Da, wo Schildkröten meistens heimisch sind. Ach, Tatsache, da schnappen die Schildkröten. Da schnappern die. Die Schneebeschnapper. Vor allen Dingen sollten wir auch trotzdem weiterhin auf Truhen und so weiter aufpassen. Denn die droppen hier scheinbar auch noch. Und zwar vermehrt. Ja, wir können jede Artefaktmacht brauchen, weil man sieht schon, wir brauchen verdammt viel. Nächstes ist 8000, das ist schon fast 9000, kann man sogar sagen, und das ist gar nicht mal so wenig. Ich bin außer Reichweite. Also das, was wir, diese popelige Zahl, die wir da die ganze Zeit gesammelt haben, das ist jetzt nichts im Vergleich zu dem, was wir sammeln mussten. Wenn ich bedenke, dass wir so immer so zwischen 800 und 900 gebraucht haben, jetzt auf einmal so, zack, 5000, das ist schon, Ich muss näher ran. Ist schon mal nicht schlecht, so von der Anzahl her. Oh, ein Ramob. Matrone Hagata. Ist das eine Anspielung auf Hakuna Matata? Sowas in der Richtung? Kann das sein? Kann es sein, dass ich hier so wieder diesen Schlaubi aus mir rausholen und sage, das ist hier eine Anspielung? Matrone Hagata, ja komm. Wer würde denn seinen Sohn so nennen wollen? Oh, ich nenne dich Matrone Hagata. Vielleicht ja Japaner oder so. Nichts gegen Japaner, aber ich meine halt nur. Vor allen Dingen, man muss doch irgendwie hochkommen. Fuck the shit, wie kommt man dann überhaupt hoch? Warte, was ist das? Alter, das sind viele Mana-Vorkommen vor allen Dingen. Ich glaube, wir schalten erstmal das Mana-Vorkommen aus. Das irritiert mich mehr, als es mir helfen soll. Okay, das heißt, man kann hier ganz hoch oben
Und dann irgendwie diesen steilen Berg. Ja, das ist irgendwie eine Kreuzung, aber dafür muss man ganz, ganz weit nach oben. Ach, da ist auch einer. Wow. An jeder kreuzenden Ecke ist was. Myonix. Nett. Der hat sogar einen Titel. Mana-Säbel-Matrone. Oh. Gefährlicher Mann. Na okay, ich werde den aber... Unterschätzen werde ich ihn definitiv nicht. Da gehe ich wirklich voll Power auf ihn rauf. Man weiß ja nie, was die so drauf haben. Oh ja, vor allen Dingen, wenn er aggressiver wird. Leider kommt das zu spät, mein Freund. Oh! Philinius Manus. Aha. Interessant. Und ein Kochrezept.